So Leute, jetzt aber schnell, bevor ich euch begrüße, muss ich euch erst mal was zeigen. Wie ihr seht, ich habe mich noch nicht eingeloggt und es ist eine Quest da und die schauen wir uns mal an, wie die läuft. Also da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Okay, jetzt kann ich mal sagen, so, hallo. Willkommen zurück bei Shakes and Fidget und... Oh, welche Überraschung. Mama mia. Ja, leider ohne Sockel. Aber es gab ein Epic in einer 2,5-Minuten-Quest und da dachte ich, das muss ich euch mal zeigen, wie wir die live und in Farbe und bunt hier mal absolvieren. So, wie ihr merkt, ich bin gerade auch erst nach Hause reingerannt und dachte mir so, oh ja, das kann ich hier nicht so on tape machen, wenn ich euch dann nachher sage, ja, da gab es ein Epic, super toll und was weiß ich, das glaubt einem ja kein Mensch. Von daher muss man sowas ja live miterleben. Ja, schauen wir es uns mal in Ruhe an. Wäre 9 Punkte besser, aber... Ah, ist auch genau dasselbe eigentlich, aber halt ohne Sockel. Und da wäre jetzt irgendein Gebäude in der Festung toll, wo man Sockel ranschmieden könnte oder so. Was weiß ich, ein Schmied zum Beispiel. Oh, wir haben ja einen. Dass man da vielleicht alternativ auch noch so wie Edelsteinsuche einfach mal den Schmied für was weiß ich wie viele Stunden. Könnte man ja auch gerne auf denselben Cooldown setzen, wegschickt, um ein Item zu besockeln oder so. Ja, hier den... könnten wir angreifen, wurden wir aber nicht gewinnen. Hier wurden wir gewinnen, wurde sich aber nicht lohnen. Ja, gucken wir uns mal die Kämpfe von heute an. Da ist ja schon ein bisschen was passiert, also hier gestern Abend auch noch. Haben wir hier mal wieder mit 28 angegriffen. Und ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau an den Kampf erinnern, müssen wir mal gucken. Was es da gab Schönes. Zumindest haben wir nur 23 Soldaten gebraucht und es gab ja, 6.000, 7.000 Stein und gute 20.000, 25.000 Holzverlust. Denn ultra cool, hier mit seiner 50er Mauer, da gab es wieder eine Handvoll Stein. So, dann, heute Nacht, also ihr kennt es ja vielleicht, ihr müsst, ne, war das der Kampf schon? Muss ich mal kurz gucken, ob der das war. Der war's. Da muss man mal nachts aufs Klo. Wenn man halt, ja, wenn man alt wird, schwache Blase. Und dann steht da auf einmal bei irgendeinem nur noch eine Mauer rum. Und hier liegen da 90.000 Holz und 40.000 Stein. Also, und das Ganze für nur 6 Soldaten, die ich da gebraucht habe. Also das war ja mal richtig gut. Von daher dachte ich mir, da greife ich mal an. Und nehme das mit. Warum abbrechen? So... Also wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen... So, was gab es denn heute noch? Also hier, heute Morgen noch irgendwas. Wieder eine 118er Mauer. Aber da gab es nur 9.000 Steine und gar kein Holz. Aber immerhin, wir brauchen ja Stein, 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 Stein und nochmals Stein. So, hier haben wir 21 Soldaten gebraucht und hatten auch ordentlich was gewonnen. Aber ein bisschen Holz und Stein gewonnen. Also war so ein kompletter Kampf, wo wir nur Plus gemacht haben. Denn, weiß ich gar nicht, den Kampf hatten wir, glaube ich, noch nicht gespeichert gehabt, weil da war ich dann schon unterwegs. Da haben wir halt ein ganz bisschen 200 Stein und ein bisschen Holz gewonnen. Und dann hatten wir nochmal den hier mit der... Ne, das hatten wir, glaube ich, schon. Wollte ich ihn zweimal angegriffen? Ne, hatten wir zweimal angegriffen. Da gab es dann nochmal ein bisschen was. Ja, PvP lief heute nicht ganz so prall. Ich habe gerade... Na, sie hatte heute auch ein bisschen viel zu tun. Gerade mal geschafft, hier meine 10 Kämpfe jetzt voll zu kriegen, aber jetzt habe ich die, glaube ich, schon. Schauen wir mal rein. Ja, kann man gerade zum Angreifen. Ach, scheiße, viel zu viel Ehre gewonnen. Naja, was soll's. So, haben wir jetzt schon neuen Gegner? Noch nicht. So, genau. Also, Epic, was machen wir damit? Können wir erstmal gucken. Ich glaube nicht, dass mein Begleiter das Ding braucht. Weil der hat da auch schon... was mit Sockel und das hat er viel mehr Geschick und ist auch besser. Ja, von daher kommt es einfach ins Klo und dann in den Müll. Aber ich hatte ja letztens überlegt, wie viele Tage wir hier noch brauchen, bis wir das Klo voll haben. Und ob ich jeden Tag überhaupt jetzt, ob es sich lohnt, überhaupt noch einen Edelstein zu suchen und den da auch reinzuwerfen. Aber wir können ja jetzt mal nochmal nachrechnen. Wir haben jetzt... 550 plus 50, was das Ding ja gibt, sind wir bei
590, also haben wir noch 410, die wir brauchen. Und die teilen wir mal, wenn wir jeden Tag einen Edelstein reinwerfen, durch... Da muss ich irgendwas falsch sprechen haben. 410 geteilt durch 30. 13,6 Tage, also bräuchten wir noch 14 Tage. Okay. Ist halt so eine ungerade Zahl. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein Epic reinwerfen können. Zum Epic-Event wird ja noch was kommen, da können wir dann vielleicht noch einen Tag oder so sparen. Können wir dann nochmal ganz in Ruhe gucken. Jo, ansonsten Waffenladen. Gibt es auch noch nichts Schönes heute? Hier auch nicht. Ja, Hexe hatte heute Gürtel, das war richtig teuer. Also ich habe ja schon richtig viele Skillpunkte bekommen. Ich konnte schon einige Gürtel da reinwerfen. Und, oh! Und weiter geht's. Ja, 4 Lucky Coins. Also so viel habe ich jetzt schon lange nicht mehr für eine Flimmerkiste gekriegt. Und da ich ja heute auch den ganzen Tag mit Mandy online war, fehlen mir da auch extrem viele Coins. Oh, ey. Also irgendwie heute ist echt nicht mein Tag. Wenn ihr mal schaut, ich war mal auf 8600 oder so und jetzt bin ich hier nur noch auf 8300 und habe heute vielleicht auch mal 20 Lucky Coins bekommen. Aber wir drehen mal am Rad und schauen mal, was es so Schönes gibt und verpulvern da mal ein bisschen. Holz, sehr schön. Also ich habe mal geschaut, ich müsste wirklich extrem viel Holz und Stein noch erdrehen, um heute noch... ich glaube, ich müsste jedes Mal Stein und Holz und auch sehr oft Großes erdrehen. Was ja bis jetzt so aussieht, dass wohl es klappen. Um heute noch die Bogenschützen bauen zu können. Na, ja, also läuft eigentlich. Vielleicht klappt es doch noch. Oh, richtig gut, richtig gut. Mensch, Mensch. Und nochmal. Nee, also, und ich wollte gerade schon meinen Plan B erzählen. Aber so oft, wie wir jetzt was... Ah, oh, schade. Da kann weg. Nehmen wir mal auf. Haben wir nicht mehr so viele Alus heute. Und was kommt? XP. Okay. So. Ja. Ja, aber dann mal ein bisschen Ruhe. Da können wir jetzt ganz in Ruhe das Video machen. Wir brauchen nämlich nochmal auf Alu klicken. So, genau. Der Notfallplan. Weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt nicht nochmal nur Holz und Stein drehen. Da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Da könntet ihr mir vielleicht in den Comments posten, weil ich bin immer so unsicher. Ich kann mich ja nie entscheiden, was ich so machen soll. Also ich habe da jetzt mehrere Optionen mir so überlegt, was ich so machen könnte. Den Hintergrund erkläre ich euch gleich mal, wenn wir in der Festung sind. Da können wir das dann besser sehen. Oh, es gibt ja echt noch so viel Stein. Vielleicht reicht es doch noch. Bin ja mal gespannt. Ich habe... also ich bräuchte etwa noch 600.000 Stein. Also von daher, vielleicht kommt es noch. Ja, ein paar Drehs haben wir ja noch. Oh, noch dreimal. Gucken wir mal, weil ich glaube, das Holz hätte ich fast zusammen gehabt. Da Pilze brauchen wir auch mal wieder. Und nochmal schön Holz. Also eigentlich ist es sehr gut heute. Also die Drehs, da kann man sich echt nicht beschweren. So, gucken wir mal eine Festung. Oh, ganz knapp, aber wirklich ganz knapp hat es nicht gereicht. Aber ich könnte jetzt Soldaten ausbauen, auch nicht. Auf die 105er. Und genau das ist nämlich eine Option, die ich jetzt habe. Weil, wenn wir mal gucken, wir haben jetzt hier 7 Tage, 18 Stunden, 6 Minuten. Die Schmiede auf Stufe 14 hat 7 Tage, 19 Stunden gebraucht. Und ich muss jetzt fürs Arbeiterquartier und Festung sind gleich teuer. Das heißt, ich rein hypothetisch gesehen bräuchte ich genauso lange für das Arbeiterquartier zum Ansparen, wie ich für die Festung gebraucht hätte. Und das wäre... jetzt vor einer Stunde gewesen, hätte ich da anfangen müssen zu sparen. Und damals, wo ich auf die Festung gespart hatte, hatte ich noch ja, vielleicht 100, 200.000 Steine oder weiß ich nicht, ganz wenig zumindest und Holz auch nur noch ein bisschen was da gehabt. Also nicht wirklich viel. Das heißt, wenn ich jetzt genug da gehabt hätte, um was auszubauen, würde es noch reichen, um es denn, um dann halt noch genug auch wieder zu kriegen hierfür. Und man weiß ja immer nicht, was für eine Bitch das Glücksrad ist, ob man dann wirklich auch viele Ressourcen bekommt oder mal auch 1, 2, 3, 7 Tage hat, wo man absolut nichts bekommt. Von daher, schwere Sache, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt riskiere. Ich habe halt zwei Dinge, die ich riskiere. Einerseits baue ich die Bogenschützen nicht aus, riskiere ich angegriffen zu werden, aber... ich gehe ganz stark davon aus, dass es noch keinen mit 115er Bogenschützen gibt. Und mit 105ern kommt einer alleine nicht durch. Das hatten wir ja schon mal.
Wir haben ja hier eine Mauer, die hält, was weiß ich, glaube 6 mindestens ab, vielleicht auch 8, je nachdem, wie sie kämpft. Von den 105ern. Dann haben wir hier ja 35 Verteidiger, die auch 35 abhalten. Das heißt, der bräuchte 40, also Kaserne auf Stufe 12, 13, ja, warte mal, 14. Ja, Kaserne auf Stufe 14 hat kein Mensch. Und wenn es einer hat, dann hat er schon 115er Bogenschützen, Soldaten. Von daher glaube ich nicht, dass einer alleine ankommt. Wenn zwei angreifen, okay, ja. Ist halt ein Risiko. Aber wenn man mal so in der Ehrenhalle guckt, es gibt ja oben jetzt nicht wirklich viele aus einer Gilde, wo ich jetzt so denke, okay, da müsste ich jetzt Angst haben. Es sind ja wirklich viele zusammengewürfelte aus unterschiedlichen Gilden und von daher hoffe ich einfach, dass die nicht sich zusammentun und mich angreifen. Von daher ist meine Option, ich warte einfach jetzt, baue erstmal noch nichts aus, also ich zurzeit halt ja sowieso nicht die Ressourcen für die Bogenschützen und spare erstmal weiter auf die Festung. Wenn sich jetzt in ein paar Tagen abzeichnet, dass ich zu viele Ressourcen dann habe, wenn die Festung fertig ist, also das wird ja höchstwahrscheinlich so sein, dass ich zu viele Ressourcen habe, weil ich habe jetzt schon einiges, dann könnte ich das entweder versuchen wegzukriegen, indem ich die Soldaten ausbaue. Ich könnte noch ganz viel auf Edelsteinsuche gehen, was ja eigentlich auch nicht so sinnvoll ist. Oder ich baue dann doch noch die Bogenschützen aus, aber das müsste ich mir dann erstmal überlegen. Ich glaube, jetzt werde ich erstmal noch warten. Vielleicht können wir ja morgen die Bogenschützen ausbauen, also Holz haben wir dann auf jeden Fall genug. Und Stein vielleicht mit einem Glücksrad oder noch ein paar guten Kämpfen. Ich habe mir überlegt, die Soldaten würde ich ausbauen jetzt auch schon vorher, weil das Zeug habe ich, wenn jetzt wirklich ein richtig geiler Kampf da wäre, den ich mit 30 Soldaten auf Stufe 105 gewinnen würde. Was weiß ich, wenn irgendwo 60.000, 70.000 Stein rumliegen würden, über 100.000 Gold, Holz, dann würde es sich vielleicht schon lohnen, es anzugreifen, weil dann kriege ich ja auch wieder ein bisschen mehr rein. Und naja, wenn die Soldaten nicht die eh irgendwann nicht ausbauen, ich habe zwar gesagt, ich mache es nicht, aber ich will euch ja auch ein bisschen was zeigen. Und Festung ohne Kämpfen ist wie, ja, wie Döner ohne Zwiebeln. Da fehlt einfach was. Von daher werde ich es, glaube ich, machen. Ja. Genau, was können wir uns noch angucken? Wir haben ja noch unsere Kämpfer. Habe ich vielleicht hier noch einen... Ne, dauert noch ein bisschen. Aber wir können mal hier weiter gucken. Den haben wir ja gestern mit ganz viel Glück auf 93 runtergehauen. Und ich habe da prophezeit, der heilt sich heute wieder hoch. Also dürfte ich nicht auf unter 150 bei dem kommen. So, jetzt dürfte ich ihn nicht mehr treffen. Ich treffe trotzdem noch. Mal gucken. Ich glaube, was hatte ich denn den gestern gehauen? Na, ein bisschen was ziehen wir den doch noch ab. Ja. Also vielleicht kommen wir da doch langsam voran. Also das waren ja jetzt wieder 1%. Von daher schauen wir mal. Und das selbst jetzt ohne neue Rüstung und so. Und ja. Weiß gar nicht, haben wir überhaupt genug... Ja, das reicht ja bis Stufe 400, glaube ich, an Verteidigung hier. Von daher gucken wir mal. Ja, und ich hoffe wirklich, es kommen noch ein paar Flimmerkisten, weil das war jetzt echt so mau gestern. Werden wir ja sehen, ob ich dann demnächst noch weniger habe wie jetzt. So, guck mal, wie können wir angreifen? Minus 950 sind wir hier. Der Schwächste, der noch was bringt. Ich muss aber verrechnet. Aber Glück gehabt, hat verloren. Ach ja, 5000. Ich höre am besten auf. Ich merke schon, heute bringt es nichts mehr. Wir gucken mal noch, was gibt es hier Neues in der Gilden-Rangliste. Ja, die halten sich hier noch. Greifen hier so relativ weit unten an. Ja, zumindest ist ja wohl jeder Kampf, glaube ich, noch ein bisschen spannend. Och, Ritterhalle 500. Ich könnte kotzen. 14 Level sind die wieder vorne, ey. Puh. Irgendwann schnappen wir uns die auch noch. Wir holen ja hier auf. Mal gucken, wo haben wir denn hier unseren den letzten noch ganz niedrig war, Stufe 2. Naja, da kommt bestimmt noch was. Da geht noch einiges. Wir haben noch Verbesserungspotenzial. Wenn wir hier oben mal gucken, so die meisten ja locker über 10 rüber. Und jetzt kann ich ja auch die Ritter leider nicht ausbauen. Schade, schade. Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt auch erstmal
bin ich erstmal so sicher vor Aufholjägern hier, Knuffi und, ach, weiß ich nicht, wie man so ausspricht, hängen hier noch ein bisschen hinter. Aber die werden bald die 52 erreichen, spätestens wenn sie jetzt noch einen Dungeon sauber machen. Und ich bin halt jetzt immer weiter dabei. In 4 Tagen sollte ich es geschafft haben. Oder haben wir jetzt, wir haben am Wochenende wieder XP-Event, ne? Ja. Gehen wir mal woanders hin, gehen wir zurück in die Gilde. Genau, am Wochenende ist wieder schön XP-Event, also spätestens zum Wochenende schaffe ich dann mein Level ab. Und ja, warum versuche ich eigentlich immer noch bei dem hier anzugreifen? Also die Kämpfe sind da echt so schlecht. Ich habe es halt einen Tag über nochmal versucht. Aber ich glaube, die Chancen sind immer noch höher, hier zu gewinnen. Wie bei dem hier, weil der hat ja mehr Geschick wie ich, von daher, und das als Krieger. Und wenn ich den hier gepackt habe, das ist ja ein Magier, dann sollte danach wieder, also kommt danach wieder ein Krieger. Und der ist auf jeden Fall schaffbar. Danach kommt zwar wieder ein Magier, aber dann würde ich auf jeden Fall, denke ich mal, in relativ kurzer Zeit es schaffen, 2 Gegner zu besiegen. Das wären 600.000 XP. Und das wäre ja schon wieder fast ein ganzer Level. Das heißt, da könnte man wieder ordentlich aufholen. Das ist so der Masterplan außerhalb der Festung. Ja, das waren erstmal so die News für heute, die es bei mir jetzt so hier gibt. Ich habe noch gar nicht im Forum geguckt, ob da irgendwas Spannendes heute passiert ist. So, jetzt ein guter Kampf. Ah, schade. Ja, aber den hier könnte ich zum Beispiel jetzt angreifen, wenn ich denn die 105er hätte. Weil mit den 95ern schaffe ich den nicht, aber mit den 105ern könnte ich angreifen. Würde sich aber nicht lohnen. Jo, so, letzten Alus klicken. Ah, ja, sehr schön. Ja, wie viel muss ich denn heute noch? Oh, noch so viel. Naja, kriegen wir noch hin. Bis dann. Tschüss.